Wir starten mit dem Haferkokosboden und geben 100 Gramm Haferflocken in den Mixer und verarbeiten das zu Hafermehl. Ich nehme glutenfreie Haferflocken. Danach gebe ich das Mehl in eine Schüssel und füge 50 Gramm Kokosraspel hinzu. Danach 1 Teelöffel Kokosöl und 2 Esslöffel Ahornsirup. Da könnt ihr auch zum Beispiel Agavensirup nehmen. Und zum Schluss kommen noch 120 ml Pflanzenmilch hinzu. Den Teig gut rühren und beiseite stellen, bis die Masse etwas fester wird. Danach nehme ich eine Auflaufform und lege Backtrennpapier darauf. Mache es an den Rändern gut fest. Zwischenzeit lege ich die Medjool-Datteln in heißem Wasser ein. Die Hafermasse gebe ich nun gleichmäßig in die vorbereitete Backform und drücke das Ganze schön fest an. Nun gebe ich die eingeweichten Medjool-Datteln in den Mixer und füge 3 Esslöffel Erdnussmus, 2 Esslöffel Ahornsirup, einen halben Teelöffel Vanilleschotenpulver dazu und mixe das Ganze durch. Die Masse gebe ich dann in eine Schüssel und füge 100 Gramm gesalzene Erdnüsse dazu. Die Dattelmasse gebe ich dann gleichmäßig über die Hafermasse, sodass wie ein zweiter Boden entsteht. Das kommt jetzt für 2 bis 3 Stunden ins Gefrierfach oder sogar über Nacht. Nun kommen 150 Gramm Schokolade in eine kleine Schüssel und dazu gebe ich 1,5 Teelöffel Kokosöl. Das Ganze wärme ich jetzt im Wasserbad, bis die Schokolade schön dünnflüssig ist. Nun nehme ich die Backform aus dem Gefrierschrank, nehme ein scharfes Messer und forme diesen Boden in kleine Stücke. Ich nehme die Schokolade aus dem Wasserbad, nehme 2 Gabeln und wende jedes Snickers-Stückchen in der flüssigen Schokolade. Und fertig sind die veganen und glutenfreien Snickers. Ich habe sie noch mit Erdnüssen und ein bisschen Meersalz getoppt.